Freunde, die Uhr läuft. Ihr seht, der Fluxkompensator auf Flux kompensiert. Ich hoffe, dass es fertig liegt. Ne? Dann geht es nicht auf los mit der nächsten Folge von Back to the Future. Wir sind am Dienstag, der 15. August 1931, und ich muss. Ich habe gerade vergessen, was ich machen muss eigentlich. Er hatte nicht viel Glück dabei, einen Stein vom Dach zu holen. Also hätte das jemand anderen erledigen lassen. Okay, wir müssen einen Schiff vom Dach holen, so viel weiß ich auch noch. Emmett, der fühlt nicht über die ausreichende Erfahrung mit ihm. Ah, okay, gut, okay. Ich weiß Bescheid, ich muss nicht gucken, da ist er. Tür zu absteigen. Du kannst rennen, Marty. Renn. Flump. Hey Doc, wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Okay. Rette Einstein. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Doc, wir müssen Artie finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn. Für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn finden. Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hilverley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tennen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Ja, und? Sind Sie sich sicher, dass Officer Parker Tennen verhaften soll? Der Typ ist ein Chaot. Chaot oder nicht? Parker ist der Mann für diese Aufgabe. Es ist ja eigentlich Tennens Verhaftung, die ihn letztendlich Polizeichef von Hill Valley werden ließ. Das scheint sehr unwahrscheinlich. Frau, das Wo noch. Hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Hey, wer hat eigentlich Tennens Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennens Schlägern getötet wurde.
Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennant ausgelöscht wurde. Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja. Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennant irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennant ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Nicht nur du. Okay, alles klar. Wir müssen erstmal. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Genau. Sei vorsichtig, Marty. Wir müssen jetzt erstmal den Jungen. Er wird ablenken, dass wir. Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war, bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Okay. Was ist mit deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Einie auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Da. Weißt du etwas über Trixie Trotter? Der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nords? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Okay. Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. Dann siehst du dir heute Abend wirklich Frankenstein an? Den solltest du nicht verpassen. Oh, mach dir keine Sorge. Nichts auf der Welt hält mich davon ab, mir einen Film über einen verrückten Wissenschaftler mit Götterkomplex anzusehen. Klasse. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Ich habe nämlich keine Idee, was ich noch fragen sollte. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einie runterbekomme. Mein Tipp. Doc kann Einstein nicht retten, solange Emmel zusieht. Du musst etwas oder jemanden finden, den Teenager habt. Okay. Ich ahne, dass ich Edna fragen muss. Ich ahne es, Edna. Wir fragen Edna. Hallo Edna. Edna. Edna Krapfapfel. Wie heißt? Ah nee. Krapfapfel war aus Simpsons. Mein Fehler. Hey Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie Was? Gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Technik-Anarchist hat mir gefallen.
Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Wie wär's mit das? Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen mich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einie, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Fragen über Fragen. Oh, halt, Moment. Jetzt hast du alles im Aufbau aufzuspüren. Ich kann auch verfinden, wenn du den richtigen Hinweis gibst. Okay, gut. Arpers Pfeife an Einstein. Okay. Hier, Einstein, stimm mal. Komm. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase. Ins Theater. Okay. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. So, dann werden wir mal unseren Emmett zum... wenn die Trixie und Arthur treffen sollen, müssen sie sich bewegen. Ja, und Wede? Aber Arthur muss sich weiter bewegen. Doc ist bei alles Aufpasser. Er kann den Buchhalter überall dorthin bringen, wo es nötig ist. Alles klar, also müssen wir Trixie quasi irgendwie steuern. Quasi so. Hallo Edna. Bin jetzt gerade echt verwirrt, wo ich gerade hin muss, ne? Diese Steuerung. Ein Graus. Alter. Wir werden mal mit Arthur erstmal reden. Wir werden erstmal da. Hallo? Willst du bitte mal da hingehen? Auf der Straße laufen darfst du nicht. Alles klar. Gut. Naja, gut. Egal. Palim, palim! Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Schicken Sie Artie zu Trixie. Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen?
Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein, ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Okay. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan, wo ist Kid? Keine Sorge. Naja, sagte er. Dieser Laufschritt, ne? Willkommen zurück. Danke. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Trixie, wir reden mal mit dir. Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Q-Ball. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. You was? Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Was? Trixie? Pause ist vorbei, Q-Ball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Ich glaube, ich werde mal gucken. Party? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Das liegt ja wunderbar. Trixie drin, oder? Einer von seinen anderen Talenten. Zane auch noch ein ziemlich guter Zeichen. Zane? Wie hilft der mir denn weiter, bitte? Sprich mit Zane über die Ehrengalerie. Okay. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Äh,
Zane ist hier vorne. Zane, red mal. Hey, Barkeeper. Was darf's sein? Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Bin gespannt. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Egal. Was zu... Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundinnen zu bemuttern. Was hat Parker für Probleme? Ach, Danny Parker. Seine Probleme folgen ihm überall hin wie ein Wolfsrudel. Wirklich? Oh ja, Probleme im Job, Probleme mit den Frauen, psychische Probleme und so. Wenn du ihn auf dem richtigen Fuß erwischst, kaut er dir ein Ohr ab. Also gib mir einen Ring, habe ich momentan nicht wirklich so zu tun. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Immer noch? Arthur sieht den jungen George McFly zum Verwechseln ähnlich. Der könnte ein neues Zeichenmodell gebrauchen. Lass ihn mit Hilfe eines Bildes von George eine Karikatur zeichnen. Ah, okay. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Warte mal. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Okay, machen wir. So, das war ein Hinweis, und zwar. Kids Opfer haben zumindest den Trost zu wissen, dass sie in der Ehrengalerie verewigt werden. Ja, okay. Die haben deutet darauf hin, dass die Benennung. Kann man die echt verklimmen, einfach nur so? Warte mal, ich weiß es nicht. Inventar bitte. Entschuldige, Dad. Flump, so. Was mach ich jetzt? Trixie wird die Beweise vernichten, um Artie zu schützen. Vielleicht ändert sie ihre Meinung, wenn sie glaubt, dass Kit ihre Abmachung bricht. Also mit Trixie reden. Gut, okay, dann werden wir mit Trixie mal reden. Wieder mal. Oh, red mit dem. Wir müssen leider mal reden. Trixie? Ja? Ich hab mit Kit gesprochen. Oh? Er hat mir von Artie erzählt. Oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kit ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kit habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch.
Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Arti? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Arti sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Arti mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Das interessiert ihn nicht. Zahlen. Tannen hat die halbe Polizei in der Tasche. Gib mir ein paar Minuten mit ihm. Ich habe so eine Ahnung, dass er kooperieren wird. Boss? Bitte. Ich versuche, mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Okay, ja. Danny, du. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Na komm. Was die Probleme angeht. Bin gerade nicht in Stimmung, darüber zu reden. Ich will nur trinken und Trixie zuhören. Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Es ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Okay, hier sind nur Schwierigkeiten ertrinken. Wenn du ihm helfen willst, musst du das verhindern. Ja, und wie? Parker ist nicht der Stimmung zu reden. Wie kannst du die Stimmung dabei ändern? Erstaunlich, welche Macht billiger Musik innewohnt. Elend traurig sieht für Trixie aus. Okay, dann haben wir mal gucken, ob Trixie helfen kann. Trixie! Trixie, Baby! Hallo! Trixie? Ja? Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Harry, da steht's doch. Toi, toi, toi. Danke. Kibbol. Hey. Hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Trauriges Lied. Ich bin ein trauriges Lied. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish, fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Every Danny. Cloud nun, was die Probleme angeht,
Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftaucht und ihn mir wegschnappt. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Patty verlassen hat. Sie glaubt, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Dann bis später, Danny. Ich brauche einen neuen Tipp. Parker ist nicht in der Stimmung, sein Geheimnis vorzugeben. Aber wenn wir es jetzt in der Stimmung sich ändern lässt. Was haben wir denn noch? Wenn er das Parker bringt, zu vertrauen. Na was denn? Was? Tolle Hinweise. Ich bin begeistert. Zorniges Lied, geheimes Lied. Probieren wir mal.